Hallo und schön, dass du wieder reinschaust, wenn es weitergeht mit der Olivia und der Ranch Challenge. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache gleich weiter und nehme die nächste Folge auf, denn ich habe jetzt im Hintergrund ja mal das Häuschen schon angefangen zu machen und unsere Olivia war ja in der letzten Folge hier und hat noch sich erleichtert in dem Busch und jetzt muss sie schlafen gehen. Oh, essen auch noch. Ja, wir haben jetzt nichts mehr zum Essen drin. Aber ich zeige euch mal bis jetzt das kleine Häuschen. So sieht es bis jetzt aus. Ich konnte leider nicht alles fertig machen. Es hat auch keine Fenster, außer hier oben. Aber das gibt das Häuschen von Olivia. Da fehlt dann hier noch was zum Hinstellen, also Außenbereich. Dann kommt man hier rein. Das ist dann der Vorraum. Da gibt es dann ein kleines Wohnzimmer. Ja, das mit der Tür hier, das passt auch nicht ganz. Sondern das müsste dann eigentlich von hier rein irgendwie. Oder wir machen einfach die Wand weg. Das weiß ich noch nicht. Das gibt eigentlich so ein großes Bad. Da bin ich mir nicht sicher. Ich klopfe jetzt einfach mal die Wand raus. Dann hat sie auch wieder ein bisschen mehr Geld. Genau. Auf jeden Fall, das hier gibt das Bad von Olivia. Und ja, also das soll eigentlich hier wie so Waschmaschinenplatz hin, bin ich mir aber nicht sicher, ob ich das überhaupt mache. Und hier dann Toilette, Dusche und Waschbecken. Mal schauen, wie ich das hinkriege. Doch, du bleibst hier. Dann kommt hier so Fernsehbereich hin, ein Sofa und zwei Sessel, ein Schlafzimmer. Das soll das Kinderzimmer werden und das ist die große geräumige Küche. Auch die ist noch nicht fertig. Ich habe wirklich versucht, alles so zu machen, dass sie wenigstens was hat. Aber wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich ja eigentlich mal gucken. Oh nee, für Toilette reicht es noch nicht. Schade, schade. Dieser Pingelbusch, der würde auch nicht viel geben, ne? Nee, nur 44. Mit 44 kriegen wir nicht viel. Weil die kostet 250, die günstigste Toilette. Also warten wir da noch eine Dusche. Können wir uns auch nicht leisten. Noch ein Waschbecken. Ja, Waschbecken könnten wir uns leisten. Noch eins, aber es brauchen wir nicht. Wir haben ja eins. Ein Esstisch weiß ich auch nicht. Da wollte ich eigentlich auch mal gucken. Aber da gibt es auch nicht viel. Nur so einen, das will ich nicht. Ich will dann schon einen anderen Esstisch. Okay, dann soll sie sich mal was zum Essen holen? Wie gut, dass sie da jetzt rein kann, die gute Maus. Ja, ja, es wird langsam. Langsam geht's voran. Und wenn du das gemacht hast, dir was zum Essen zu holen. Guck mal, du hast jetzt schon ein Dach über dem Kopf, mehr oder weniger. Es fehlt nur noch dein Schlafzimmer und dein Bad und so. Aber es wird, es wird. Ich bin ja echt schon froh, dass es überhaupt gereicht hat, hier ein Haus hinzustellen. Du, Olivia, tu mir doch den Gefallen und spül es gleich ab. Natürlich nicht. Aber darf ich mal das gesamte Präriegras hier ernten? Ja, ich will das Grundstück eigentlich so lassen. Ich möchte hier nichts wegnehmen. Ich habe einfach das Haus so jetzt dahin gebaut und das wird auch so bleiben. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder Olivia kriegen wird. Und größtenfalls müssen wir dann halt ein Stockbett reinbauen oder so. Aber für jetzt, für den Anfang, reicht es allemal. So, was hat sie jetzt gefunden? Eine Blaubeere. Ich glaube, Blaubeeren haben wir schon, oder? Blaubeere, ja. Sehr schön. Dann können wir doch die Blaubeere einmal hier. Bonsai schon wieder. Schon wieder eine Bonsai. Bonsai mag ich. Eine Ananas. Oh, wow. Was haben wir hier? Okay, eine Ananas. Ananas haben wir noch nicht. Gleich dazu, dass wir das anpflanzen. So, Olivia macht noch weiter. Und sie hat schon wieder was gefunden. Einen Müllnektar. So, Olivia, du musst auch noch Hausaufgaben machen. Bitte. Wir wollen das erledigen, auch wenn es spät ist. Du kriegst das hin und dann wirst du schlafen gehen, gell? Nach den Hausaufgaben hier. Du bist halt schon eine fleißige Maus hier, muss man schon sagen. So, während Olivia schläft. Okay, 7.10 Uhr. Das reicht noch kurz, um zu ernten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt da weiterhin mitmachen soll, aber ich probiere es. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich, dass es so dann ihren Abschluss vorzeitig machen kann.
macht das aber alles im Hintergrund und dann zeigt wieder nur die wichtigsten Sachen. Ja, wenn sie zurück ist von der Schule, geht es dann weiter. Sei denn, es passiert zwischendrin was. Ja, Olivia hat wieder sehr gut gearbeitet und die Lehrer haben die Hausaufgaben eingesammelt und alles ist bestens. Und sie hat wieder eine Menge gelernt. Sie hat der Abschlussball steht vor der Tür. Ich werde sie jetzt hier noch auf Toilette gehen lassen. Verwenden. Dann Meredith Roswell. Ausgezeichnete Arbeit, Olivia. Aufgrund deiner hervorragenden Noten bist du berechtigt, vorzeitig den Abschluss zu machen. Möchtest du? Ja, auf das haben wir gewartet. Und ich meine, wir kriegen dafür Geld. Ich drücke jetzt okay. Ja, vorzeitiger Abschluss. So, und jetzt muss ich mal kurz schauen. Oh ja, ja, ja. Hier habe ich die Challenge aufgeschrieben und 5000 Simoleons gibt es einmalig, wenn dein Sim es schafft, so gut in der Highschool zu sein, dass er oder sie vorzeitig den Abschluss macht. Sobald man eine 1 hat, kann man vorzeitig den Abschluss machen an einem PC und sich schon im Teenageralter vollkommen auf die Ranch fokussieren. Ja, ja, okay, wir kriegen tatsächlich 5000 Simoleons. Oh mein Gott, das ist ja der Hammer. So cool, wirklich. Okay, das heißt, Olivia, geh auf die Toilette und wenn wir zu Hause sind, bekommst du 5000 Simoleons. Boah, ich kann es nicht fassen. Wir können vielleicht jetzt tatsächlich unser Haus fertig machen. Oh mein Gott, ich bin so happy. Olivia, das hast du sehr gut gemacht. Oh, Jacob Mitchell. Hey, Olivia, ich bin momentan echt am Boden. Nichts scheint zu klappen. Ich dachte, wenn mich jemand aufheitern kann, dann du. Okay, wir haben ihn aufgeheitert. Was hat er? Ja, ich glaube, das stimmt. Ich erhelle die Welt mit meinem Lächeln. Ich fühle mich schon viel besser. Danke, Olivia. Sehr schön. Okay, jetzt steht dem Pferd zum Retten und der Liebe nichts mehr im Weg. Oh mein Gott. Okay, hast du das gemacht? Hast du was? Mach nochmal Hände und geh nochmal Zähne putzen. Dann ist die Hygiene auch gleich oben. Und dann zurück. Oh mein Gott. Wir bekommen 5000 Simoleons dazu. Das wären dann 5100. Vielleicht sollte ich erstmal Money eingeben. Money, 5167 Simoleons. Oh mein Gott, Olivia! Und es geht weiter mit dem Haus.
sieht das Haus jetzt aus mit Fenster? Ich habe versucht, mich an dem Ranch Pack zu orientieren und ja, es fehlt noch Farbe, wie man sieht. Ich konnte leider nicht alles fertig machen, aber ich habe es schön in hell gehalten, so als kleiner Lichtblick. Hier innen drin, Küchenbereich, das soll so Art Linoleum darstellen und auch in der Küche, so wie man es früher halt auch hatte und hier einfach der gleiche Boden wie draußen. Ja, ich hoffe, das geht so. Falls das Licht nicht ausreicht, dann wird irgendwann später noch Licht dazukommen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob da aus Versehen was. Nein, da ist nichts reingeraten. Aber sie hat jetzt zumindest mal eine Küche, wo sie was tun kann. Und oh, da fällt mir ein, sie hat ja auch ein Bett. Oh mein Gott, wir können ja das Zelt. Oh, es gibt Geld, es gibt Geld. Und sie hat eine Toilette, wir können den Pipi-Busch tatsächlich wegnehmen. Oh mein Gott, haben wir hier noch was stehen? Nee, Zelt und Pipi-Busch weg. Oh mein Gott, dann kann ich vielleicht doch noch was dazufügen. Da sie jetzt zu Hause ist, kann sie mal hier... Haben wir eigentlich noch was hier drin? Bonsai-Knospe und vielleicht verkaufen wir von dem Zeug noch was. Auf alle Fälle werde ich das mal hier jetzt in den Kühlschrank legen. Ich habe jetzt keinen Plan. Pilz ist nicht mehr wert. Vielleicht noch die Karotten. Und hier, das hat noch keinen Wert. Okay, dann sage ich mal ihr, sie soll ausstellen und den Stand bedienen. Dann hoffen wir mal, dass wir wieder mehr Geld dazu bekommen und Gartenverkauf starten. Sieht doch schon mal gut aus. Vielleicht gibt es tatsächlich ein bisschen mehr Geld. Können wir, wir können Frösche züchten. Wir züchten mal den mit einem Tigerfrosch und dann können wir den auch da drin verkaufen. Sehr schön. Hallo? Will denn keiner kommen? Aufkommen? Wir haben vorzeitig die Schule abgebrochen. Abgeschlossen meine ich. Und jetzt könnt ihr doch hier was kaufen, damit wir noch mehr Geld haben. Wir müssen noch unser Haus vollends fertig kriegen. Und wir brauchen ein Pferd. Kauf was. Oh, 5800. Nochmal was hat's gegeben. Was war das? Hat die echt die Flasche gekauft? Oh mein Gott. Kauft, kauft, Leute, kauft. Okay, wir machen nochmal einen Gartenverkauf. Das läuft gerade. Vielleicht kann ich tatsächlich mir jetzt ein Pferd holen und mich das Pferd und was hinten, Schlafplatz für das Pferd. Das ist ja Wahnsinn. Ja, kauf, kauf, kauf. Komm, sei lieb, sei lieb. Wir haben nämlich auch Hunger. Stand bedienen. Kein Wert mehr, gell, schon fertig. Okay, jetzt brauchst du auch nicht mehr bedienen, aber du kannst nochmal ausstellen. Ist sehr schön. Und dann komm mal rein in die Stube. Ich probiere. Können wir jetzt mehr kochen? Uns fehlen immer noch die Zutaten, wenn ich das so sehe, oder? Wenn ich da, kann ich Obstsalat machen. Uns fehlen echt die Zutaten. Ich muss, glaube ich, mehr kaufen. Okay. Aber wir können noch Reste nehmen. Und Mülleimer fehlt noch, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Olivia, warum hast du mir nicht gesagt, dass ein Mülleimer fehlt? Ja, das heißt, ich werde jetzt mal einen Unterstand, keinen Stall, weil Stall darf ich wirklich erst bauen, wenn wir ein Pferd haben, aber einen Unterstand, da steht nichts dran. Das kann ich auch noch erledigen. Bitte aufräumen und dann linke Seite Bett zuweisen an Olivia. Und weißt du was, dann geh doch schlafen. Wir machen mal automatisch Lichter, alle Kerzen. Wie gut, dass wir Kerzen haben. Dann müssen wir schon keinen Strom zahlen. So, gute Nacht, meine Liebe. Ja, wir können jetzt zum ersten Mal unsere Toilette verwenden. Unwohl. Oh, Rückenschmerzen wegen billigem Bett. Aua. Ach mein Gott, stell dich mal nicht so an. Sei froh, dass du überhaupt ein Bett hast. Das meckert die auch noch rum wegen Unwohlsein. Gibt's denn das? Gibt's ja gar nicht. So, Feriegras ernten und hier alles ernten, alle gießen und jäten. Und hier müssen wir gegen Käfer einsprühen. Und dann sollten wir noch die Ananas pflanzen und dann alle gießen, genau. Machen wir so rum, weil dann wird die Ananas auch mitgegossen. Das kriegt sie hin, oder? Wie sieht's aus? Und wie ist es zu duschen? In der eigenen Dusche? Bestimmt herrlich, oder? Ja, okay, sie legt los. Ja, dann bin ich gespannt. Ja, Olivia ist fertig. Sie war fleißig.
Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir noch brauchen. Ich stecke mal noch die Karotte rein. Ich glaube, das haben wir schon. Spinat könnte man dann brauchen. Okay. Und jetzt versuche ich mal, dass Olivia vielleicht hier ein. Oh, das können wir doch auch am Telefon, dachte ich, oder? Olivia, ich glaube, du kannst am Telefon. Ah, nee, das war's nicht. Rentiertauschbörse anrufen. Und dann schauen wir mal nach einem Pferd. Okay, Pferd retten. Camouflage, das ist ein Senior. Oh, eine Stute. Also die Fussel sieht schon mal sehr gut aus. Auch wenn sie ängstlich ist, das macht nichts. Ich nehme Fussel, die gefällt mir am besten. Es ist eine Stute, sie ist erwachsen, liebesbedürftig, das passt, ängstlich und freundlich. Und deswegen holt Olivia jetzt Fussel, aber das werde ich nicht so nennen. Fussel finde ich blöd. Los, Olivia, hol dein Pferd. Dein erstes Pferd. Ja, ihr Pferd ist da. Wir nennen es aber nicht Fussel. Ich nenne die Stute Fortuna. Fortuna war, oder zumindest die Griechen behaupten, dass das eine römische Göttin ist, und zwar des Glücks und des Schicksals. Und ich finde, das passt einfach sehr gut. Fortuna. Oh, ihr erstes Pferd. Wie süß. Ja, ich muss mal kurz den Flambob wegnehmen. Ja, Olivia, die bürstet hier mal schön. So, und jetzt? Beten und? Das ist ein schönes Bild. Mit diesem Bild beende ich den Part. Im Hintergrund werde ich jetzt bisschen den, keinen Stall, aber meinen Unterstand bauen. Mit dem Geld, was sie zur Verfügung hat, da wird noch einiges übrig bleiben. Und ich bin so stolz auf unsere Olivia, dass sie jetzt ihr erstes Pferd hat. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du schaust auch das nächste Mal wieder rein, wenn es weitergeht mit unserer Olivia. In der Videobeschreibung setze ich den Link rein von der Challenge, falls du Lust hast, die auch mal zu spielen. Dann findest du noch ganz viele liebe YouTuber von der Sims YouTuber Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays und es lohnt sich, bei ihnen vorbeizuschauen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge anschaust. Tschüss!